Wir haben eine sehr wilde Zeit zurzeit, was Raf Camora angeht. Wir hatten letzte Woche eine albanische, eine bosnische, ich weiß gar nicht, was wir alles hatten. Wir hatten auf jeden Fall zwei Feature-Songs letzte Woche. Und diese Woche haben wir einen Song mit Durata Dora. Die kennt ihr vielleicht, die Dame. Mit der kam schon öfter mal was raus. Palma. Produziert von Panda Music. Oh, niemand aus dem deutschen Team, sage ich jetzt mal. Okay, okay. Melody, Beat, DJ. Ah, nee, hier. DJ R, Beats und Bands. Sagt mir auch nichts. Mix Master, aber Menu. Deutschland represent, Brudi. Und Video von Schau. Deutschland ist am Start. Okay, ich dachte schon. Was ist denn hier los? Okay, let's go. Palma. Dieses Auto. Das ist von Raf, ne? Das ist das Auto von Raf, ne? Naja. Wir sind alle so broke, Mann. Fran, bitte jetzt nicht hingucken, okay? Ernsthaft? Raf? Auf richtig schnellem Ragathon? Oh, das könnte interessant werden. Ja, ich muss echt drauf achten, ne? Da ist nämlich wieder die Fledermaus. Da ist wieder die Batman-Fledermaus, Mann. Okay. Ein bisschen Autotune, ne? Ein bisschen Autotune. Weiß ich noch nicht, wie ich das finde. Mal gucken. Wobei, sind wir mal ganz ehrlich, ich habe so immer mehr das Gefühl, dass wir in Deutschland noch die einzigen sind, die wegen Autotune irgendwie meckern, jammern und sonst was. Ich glaube, in jedem anderen Land gehört es einfach zum guten Ton dazu. Egal ob K-Pop, egal ob weiß ich nicht was, es ist einfach normal. Und ich habe das Gefühl, wenn man hier irgendwie in Deutschland die ganze Zeit ist und ne und so weiter, es baut sich hier einfach so eine Hassbubble gegen Autotune immer mehr wieder auf. Das ist crazy, Alter. Aber gut, Geschmäcker sind halt nun mal unterschiedlich, ne? Und ich muss auch persönlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde mit dem Autotune. Ragathon finde ich geil. Die Drums finde ich geil. Hört ihr das im Hintergrund? Ist das so ein, wie heißt das nochmal? Wie beim Western, Alter. Was ist das nochmal? Das ist doch wie im Westen, wie in so einem Cowboy-Film, Alter. Die Welt ist groß, ich will nicht bloß im Amazon. Denn ich lass dich nicht los, ich halte dich close, let me go. Von so vielen kommen umgehen, ach so. Aber keine Vibe wie du, girl. Von so vielen Frauen umgehen, aber kein Vibe so wie unser. Wenn ich sage, du bist 10 von 10, wenn ich alle im Game, Gott weltweit. Darum glaub mir, lass dich nicht mehr gehen, bleib mit dir zur Endzeit. Komm, ein bisschen näher, liebe deinen Duft Chanel. Du in komplett Margiela, Das ist lecker, Alter. Das finde ich gerade ein bisschen geiler als das davor. Also jetzt, wo es so ein bisschen von der Melodie auch runtergeht. Komm, ein bisschen näher. Liebe deinen Duft Chanel. Du in komplett Margiela. Je te jure, mec, comme t'es belle. Internationales Level. Komm, wir testen jedes Hotel. Barcelona, Amsterdam, lass dich nicht mehr gehen. Ist ein Sommerding. Sagen wir so, wie es ist, Alter. Es ist wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass Raf auf Reggaeton singt oder rappt. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gehört, glaube ich zumindest. Klingt interessant. Insgesamt würde ich sagen, ich glaube, ich muss es ein paar Mal hören. Ich glaube, wie gesagt, also ich finde diesen Unterschied bei seine Stimme hat halt noch so voll diese Stimmfarbe drin. Ja, bei ihm ist auch Autotune drauf, ne? Aber ich meine, diese Tiefen und alles, was man noch raushört. Und bei ihr ist halt so extrem hoch mit Autotune. Weiß ich noch nicht. Wir bleiben zusammen. Mal gucken. Okay, jetzt finde ich es ganz geil.
macht schon Spaß, ja. Für die Welt ist groß, ich will nicht bloß in meiner Sonne. Denn ich lass dich nicht los, ich halt dich bloß und nenn mich Gott. Ich meine, wir haben Sommer, jetzt mal ganz ehrlich, also das passt. Das passt. Alter, ist das eine geile Location für das Auto, ne? Das Klavier war geil. Schön. Okay. Ich glaube, das werde ich mal ein bisschen ausprobieren. Ist halt so ein Sommerding, ne? Es ist Geschmackssache.